Hey und willkommen zur 50. Folge von Sims 4 zusammen mit der Palette. Bewerte den Part und viel Spaß. Mann, Palette, was hast du denn mit mir gemacht? Guck's dir an. Bin ich weiß nicht mehr sexy. Wovon du redest, Schlängel. Du hast wohl in der letzten Folge zu viel gefuttert. Ja, wahrscheinlich. Ich hab da eine Idee. Ich was hab da denn? Eine ganz kleine. Nee, wir schon sehen. Wir schon sehen. Okay. Was für eine Rache kommt. Na, willst du mich auch? Ich könnte mich instant schlank machen oder dich auch fett. Rein theoretisch könntest du dir beides leisten. Ja, aber 750 Punkte, wer hat denn das Geld dafür? Warte mal. Hat sie nicht mittlerweile... Ey! Hey, sie hat mittlerweile mal was angespart. Manuel. Ja, was? Das wäre wirklich uncool. Warum? Hättest du nie etwas gekauft. Nie. Doch, auf jeden Fall. Irgendwann bestimmt. Das kannst du, irgendwie deinem eigenen Kind was abzwacken, oder dir? Ja, aber mein Kind hat doch nichts. 100. Dein Kind hat gar nichts. Aslak hat 300. Ja, du hast voll viel Punkte. 690. Ja, komm, dann hole ich aber gar nichts. So. Selber schuld. Ja, ich würde es halt bloß, ich würde es halt blöd finden, wenn du von meiner Frau Sachen einfach klaust. Hat er arbeitet, ja genau. So wie ihren Job oder was? Die Frau hat noch nichts gemacht. Wieso doch? Die arbeitet täglich. Ui. Okay, dann komm mal her und dann schulden wir ein bisschen. Ist der neu? Nee, oder? Wie heißt du? Weil es kommt noch ständig Nobuya neue. Nobuya Watanabe. Nee, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ja, glaube ich. Und er tanzt vor unserem Haus. Keine Ahnung. Verweckte Pflanze entsorgen. Nein. Och, wofür hatten wir denn einen Gärtner? Sie kümmert sich um ihr Kind. Du stolzierst herum. Boah, bist also du stolzieren abgehoben. Kann man das nicht nennen. Na doch, finde ich schon. Ich muss noch zwei Bücher schreiben. Ach so. Ach, hey, das Fetti. Waren die zwei ausgezeichnete. Ja, warte mal. Wir sind immer ausgezeichnet, weil ich krass bin. Dann Poesie und Comedy, weil ich ein witziger Typ bin. Dann kaufe ich jetzt mal einen Trank für mich. Okay. Stimmt, was ist denn, wenn ich zwei davon trinken würde? Dann explodierst du. So, und jetzt pass auf, du wirst so ekelhaft fett. Siehst mal, wie das ist. Ja, du. Bin ich doch, ich hab... Ach, du fühlst dich fett. Ich krieg dann einen Herzinfarkt. Meinst du? Bestimmt. Da, Leute, guck mal, was ist denn da? Was ist denn, wenn das mein Kind isst, trinkt? Ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht ausprobieren. Jay! Mist, du hast es gesehen. Ja, viel Spaß. Ich lieb dich trotzdem, Schatzi. Los. Ich lieb lecker. Dich trotzdem. Oh nein, sie buckelt. Nein, meine arme Frau. Die komm kann schon. Doch dafür nichts. Oh, Palais. was? Oh Gott! Oh, James! Ja, selber schuld. Ich was machst trotzdem, du mich auch Schatz. Fett? Vor allem, wir waren einfach die durchtrainiertesten Menschen der Welt. Nee, du. Nee, sie auch. Sie war auch voll auf Trainieren. Sie wird das auch wieder schaffen. Ich glaube an sie. Mit gesunder Ernährung und ausreichend Sport. Glaubst du? Ja. Und warum geht sie so schlecht? Warte mal, ein bisschen Fernsehen gucken, Kanal schauen, und zwar den Kinderkanal. Ja, der ist gut. Und was ist mit der Schelmfähigkeit? Stimmt. Meinst du nicht, die kann man am Spiegel? Ja, warte mal. Unfug oder lies ein Fähigkeitenbuch über Schelmigkeit. Ah. Im Bücherregal. Über die Bücher. Haben wir ein Bücherregal? Ja, haben wir. Ja. Malen, mixen, programmieren, Raketenwissenschaft. Da. Ja. Nice. Das bezahlt er dann später, ne? Ja. Schulprojekt hat er immer noch. Für 100 Dollar verkaufen. Ja, nice. Was? Nein! Er ist nicht mehr in der Schule. Oh, stimmt. Hast vergessen, ne? Ja, bin ein bisschen dumm. So, und kann er das da jetzt einfach lesen, oder was? Schelm 2, Schelm 1. Oh! Kriegt er dafür ein komplett eigenes Level? Nee, ich denke, der bekommt mehrere Level von einem Buch. Und was ist denn bei dir los? Ja, ich stinke. Du hast mich erst Fernsehen geguckt. Ja und? Was? Okay, das Gehirn schaltet langsam ab. Wo bin ich? Er hat die Schelmfähigkeit erworben. Nein, Hallo? Ich bin Manuel.
Nichts, Manuel. Was? Oh Gott, Palette. Hallo. Komm zurück. Hallo. Hast du... Warum kochst du dir was? Oh Gott. Was hast du denn gemacht? Ist sie selber getreten? Nee. Oh, er ist was. Ich hab mir gegen den Kopf gehauen. Muss ich von schon Zeit wieder? Zu Zeit mal machen. Ansonsten rattert das nicht so richtig bei mir im Kopf. Oh, sie will was... Junge. Sie stinkt. Will was von deinem Teller abhaben. Ja, hat lass zugenommen. Doch. Also, irgendwas läuft da schief bei ihr. Nein. Sie ist perfekt so, wie sie ist. Oh ja. Ach, guck mal da, chillst du da mit deiner Familie, ne? Family. Jedes Mal. Oh, jetzt kommt deine Tochter und dann... Oh, guck mal da, du kurz... Ja, ich auch. Ja. Bis ich das nächste Buch geschrieben habe. Sondern jetzt komm, ey, das wird so geil. Ja. 500 Punkte wieder zurück in meine Hose. Alter. Stufe 1. Ja, geht doch. Ja. Aber dass du direkt Stufe 3 brauchst, ist schon krass. Das stimmt eigentlich. Aber sie ist ja auch das Stufe? Einzige. In drei Tagen erst. Ja, Tantiem, $3,000. Das ist krass. Wo siehst du denn immer, dass es links, 3000 links. Sind? Ach so. Steht das. Bin ich mal fertig jetzt bitte? Also komm, wir machen schon auf jeden Fall auch Plus, weil wir sind bei 173.000. Ja. Bis dann die Rechnung wieder kommt. Ja, ach. Die da verkaufen wir die Rechnung. Ich hab's geschafft. So, und jetzt? Mit Honoraren für Buchveröffentlichung $25.000 verdienen. Krass. Das ist krass, ja. Aber du hast ja schon viel geschafft. Ja, das stimmt. Ich glaube, das sollte man auch machen, bevor man das annimmt, was du da genommen hast. Mit dem Geld verdienen. Du hängst doch da die ganze Zeit fest, oder nicht? Ja, geht so. Es wird eigentlich schon Zeit, aber ich darf mir das nicht erlauben. Ich muss weiter Bücher schreiben. Was denn? Was denn machen? Was willst du denn machen? Trainieren. Ach so. Weil ich so ein cooler Typ bin. Du kannst dich ja immer abwechseln. Einmal schnell super pumpen, dann Buch schreiben. Ja, aber warum nicht nur super Buch? Weiß ich nicht. Und was ist hiermit? Oh, okay, dann nicht. Das ist doch schon alles, oder nicht? Ja, fast. Krass eigentlich. Manuel trinkt nie eigenständig von anderen Sims, wenn er Durst hat. Das hole ich mir noch. Aber das da auf gar keinen Fall. Da haben mich auch ganz viele Leute vor gewarnt. Denn als Beispiel, wenn ich das auf 3 habe, bin ich die ganze Zeit nur okay. Es existiert nichts anderes mehr. Egal, was ich mache, egal, wie schlecht es mir geht oder gut, da steht immer nur okay. Okay. Meine Gefühlswelt ist dann einfach nur noch bei 10. Und dadurch bekomme ich dann auch nicht mehr diese Bonis. Ach so, ja, okay, das ist blöd. Ach, was macht denn? Oh, das ist mein Kind, okay. Der Geburtstag von Jade Naht. Nein! Sie muss doch wieder arbeiten. Genau wie du. Ach so. Oh Gott, ich dachte eben kurz... Nee, noch ein Kind. Noch könntest du, ne? Denk dran. Nein. Ich hab meinen Aslak. Ich meine, wir kommen ja schon Welchen? So kaum mit den Kindern hinterher. Ja, den Surfer mit deinen. Aslak. Deine Kinder, ey. Ja, deins ist doch auch jetzt nicht perfekt. Ja, ich wollte das aber nie. Das ist eigentlich deins. Nein, das ist nicht meins. Jetzt muss ich sogar beim Schreien mit der reden, Mann. Wie ekelhaft ist denn das? Das ist aus deinem Vampirgen entstanden. Nee. Ja, doch, na klar. Nee. Was ist eigentlich mit Morgan? Hä? Ist sie noch fetter geworden? Sehr ungünstige Pose. Junge. Wie sie auch einfach nur einen fetten Arsch bekommen hat und sonst gar nichts. Ihr praktisch so ihre Arme und so sind noch richtig fit. Ich muss einmal bestimmt, ich breche das mal ab. Nein, jetzt ist es weg. Einmal bis zum Maximum. Und dann habe ich es bestimmt geschafft. Oder meinst du nicht? Weiß ich nicht. Ja, wie weißt du nicht? Du hast mich fett gemacht. Du musst doch wissen, wie das wieder weggeht. Ja, mit... Habe ich doch gesagt. Gesundem Essen und viel Training. Ich esse ja nichts. Dann mit viel Training. Aber ich würde sagen, dass Ausdauerlauf eher was wäre. Nee. So habe ich ja meine Form bekommen. Genau, ja, da klar, bis an die Grenzen die gehen. Ja. Eine Kombination aus beidem. Ja, das kann sein. Ich mache jetzt mal bis an die Grenzen gehen und dann... Ui. Ja, Ausdauer. Berglauf, Ausdauer, okay. Obwohl Berglauf klingt krasser. Warte, was ist mit dir? Ah ja, ey, perfekt. Dann geh noch mal kurz ins Bett. Wann musst du... Oh, 2 Stunden. Okay, dann nicht. Was wolltest du machen? Ins Bett und dann...
die Schirmfähigkeit ausbauen. Ach so. Aber wo ist das Buch? Er hat seine Hausaufgaben. Ah, da. Weggeworfen. Ja, da ist es. Lies das Buch und geht dann zur Arbeit. Ja, aber das ist ja ganz gut, weil dann ist er zumindest mit seinem Ding schon... Warte, was ist denn immer... Ach so, schelmische Interaktion abgeschlossen, okay. Das, ich weiß gar nicht, wann wir das gemacht haben. Zufällig. Höheres Level der Fitnessfähigkeit, okay, das kann man anpinnen. Oh, der könnte sogar befördert werden. Ne? Ja, wenn er die Fähigkeit hätte. Hat er aber nicht. Ach ja, stimmt, auch nicht. Hat er es jetzt wieder weggelegt oder wo ist das? Es ist weg. Er hat es weggeworfen. Ich sehe da keinen Unterschied. Doch, du bist schon ein bisschen schlanker geworden. Kann ich Frau nochmal zum Abschied massieren? Deine Frau? Ja. Ich möchte noch was Gutes tun. Letzte Massage. Um eine Massage bitten. Ja. Weil von alleine machst du das nicht. Nee. Und danach ins Bett. Beziehungsweise, das war doch mein Vorschlag. Ja, jetzt ist es aber in Realität anders. Oh, eine was? Deadline am Horizont. Asla kann einen nahenden Abgabetermin nicht einhalten und muss eine Lösung finden. Was soll er tun? Um Hilfe bitten. Im Abstellraum verstecken. Nein. Okay. Ja. Verbesserung. Ui. Ach nein, da ist wieder der Bug. Hä? Er steht oh da bereit nein. Und ready. Oh, ist das traurig. Aber er grinst dabei. Und? Ja, dann liest das Buch. Machst du das gerade oder was? Menü, ah, nee, ich glaube, Aslak Pidisel ist kaputt. Nee, ist egal. Verlierte Attribute dabei? Hallo? Hä? Ah, jetzt. Ja, weil ich es abgebrochen habe. Was stimmt denn nicht mit dir? Weiß es nicht. Und danach Massage anbieten? Zack. Und ich bin dafür immer noch am Trainieren. Was das für eine Zeitverschwendung ist. Oh. Die letzten paar Tage waren echt der absolute Wahnsinn. Ich wollte gerade zum Park, um mich ja ein bisschen zu erholen. Begleitest du? Nee. Ich kann das. Ich bin. Nee. Das mache ich nicht. So kümmerst du dich um dein Kind. Nee, du spielst doch gerade. Da guckst du dir an. Der verwahrlost. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Ja. Was machst du denn da? Ui, toll. Ihr Spitze. Feiner Junge. Ja, toll. Oh, das ist eine Wand. Also, man erkennt, dass es ein Aslak ist. Ja, ein True Gangster. Ihr guckt doch, was sie braucht. Ja, alles wahrscheinlich. Nee, Windel wechseln. Guck doch einfach nach. Es stinkt. Windel wechseln. Essen geben. Hier, brauchst du eh beides, oder? Siehst du? Ja, genau das, was ich gemacht habe. Es war klar. Zwei Sachen. Und genau, die habe ich ihr schon gegeben. Ja, aber das konntest du ja gar nicht Das wissen. Wusste ich. Doch, weil ich einfach ein sehr... Guter Vater. Wo bin ich? Hallo? Warte mal, bin ich dünn? Muskelzerrung. Oh. Jetzt habe ich das Buch gelesen mit der Schelmfähigkeit. Alles klar. Naja, ich schreibe weiter das Buch. Da, warte. Zeig mal. Ja. Oh, naja. Doch, ja, doch ja, du hast aber auf jeden Fall schon abgenommen. Ach, ich dachte aber, es wäre besser. Du hast jetzt praktisch, kennst du diese Leute, die immer so LKWs ziehen? Ja, stimmt, stimmt. Ja, die haben immer Muskeln. Das bin ich. Aber die sind halt auch so ein bisschen noch fülliger, weil sie dann halt mehr Power haben. Mysteriöse Zeitkapsel. Es macht immer Spaß, eine Zeitkapsel zu öffnen und einen Einblick in vergangene Zeiten zu erhalten. Öffne das mal. Was? Was ist das denn? Ich habe eine Trophäe gefunden. Ach, schade, ich dachte, man könnte irgendwie so in die Vergangenheit rein. Nee. Wollen wir nicht mal... Wir könnten Zombie und Maudado besuchen. Nee, das andere ist wichtiger. Okay. Weil... Wenn ich da jetzt auftauche, währenddessen ich fett bin, weiß ich nicht, die mögen mich auch nicht so mehr. Doch. Maudado hat mich auch toll kennengelernt. Und der ist dann voll enttäuscht, wenn ich auf einmal Sport aufgegeben habe. Glaubst du? Interessiert das nicht. Was meinst du, wie wir über dich geredet haben, als du alt geworden bist? Hey. Ein paar Kinder waren in der Schule gemeint zu einem meiner Freunde. Ich wollte helfen, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Was denkst du, hätte ich tun sollen? Schreite ein und verteidige deinen Freund oder halte dich raus und tröste den Freund anschließend. Schreite ein und verteidige deinen ich Freund. Ich verprügel den. Okay. Sehr gut. Manieren sinken, das ist doch immer gut. Was genau ändert das denn dann nachher, wenn er erwachsen wird? Oder ich weiß es auch nicht. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Vielleicht kann das jemand in die Kommentare schreiben. Ja, bitte. Dann ist es zu spät, aber bitte. Wieder ein Buch fertig und jetzt das letzte, komm schon. Oh, ja, Genrebuch. Oh, du hast Spaß mit deinem... Warum? Ey, ich sehe dich jetzt schon seit
Gefühlt 10 Parts, nur in Unterhose. Das ist aber deine Standardkleidung geworden. Ja, Unterhose. Du lässt dich komplett gehen. Oh Gott. Ach du Heilige. Was ist denn falsch mit dir? Ich weiß es nicht. Dir geht's ja gar nicht mehr gut. Ich bin auch alt. Und wieder. Warst sogar 4700 diesmal. Alter. Ja, weil du hast in letzter Zeit viel geschrieben. Ja, klar. Aber schade, dass das dann nur einmal die Woche geht. Habe ich bisher ein einziges Mal gemacht. Ja, aber ich meine, so ist das schon echt krass. Ja, das sammelt sich. Ist ein guter Ausgleich dafür, dass du sonst so wenig zur Arbeit gehst. Hä? Ja, aber dafür verdiene ich doch mehr die Stunde, oder nicht? Der hat 280 und du? 190. Und du gehst auch nur viermal. Ja, viermal, aber dafür immer... Ja, ja, 100 Stunden ja. Gefühlt. Nein, nicht nur 100 sind's nicht. Ja, sieben, du gehst immer nur 20. Vier. Ja, und ich muss bald sogar wieder zur Arbeit. Was oh, sagst nein. du jetzt? Aber wenn, dann hast du ja nein. schon deinen vierten Arbeitstag. Wenn mich meine Arbeitskollegen auf einmal als, oh nein, das kann nicht sein, ich muss... Oh, warte mal, meine Arbeitskollegen? Eigentlich sehen mich doch nur meine Follower. Dick, ja. Mit geschwellter Brust, was? Ui. Was ist das? Ja, ein bisschen besser. Weil ich selbstsicher bin, ja, ne? Ja. Wie war das gerade? Kein Bestseller? Oder stellt sich das erst nachher heraus? Ich weiß es nicht. Guck doch mal, was da... Sobald das Buch fertig ist, klicke auf den Briefkasten, um es zu veröffentlichen. Ja, okay, ist wahrscheinlich und dann nur so eine später. Kurze... Ja. Morgen! Oh, ob sie rüberkommen kann. Ach, beim nächsten Mal. Aber bitte nicht trennen, ja? Ich brauch doch eine Freundin, bitte. Guck mal, wie früher. Die beiden Stimmt, Bros. Ja. Weißt du noch, unser erster Zockerroom? Das war cool. Das war's. Das war Tag wirklich, und Nacht das war haben spitze. Wir gezockt. Komm schon bitte, Schmenjol. Du absolute Kampfmaschine. Es sieht für mich immer noch genauso aus wie vorher. An den Armen sieht's halt lustig aus. Du hast so deine Hände und dann geht's so wie so ein Dreieck. Ja, toll. Schön, dass du es toll findest. Mir ist es nur aufgefallen. Ich mag dich auch so. Jetzt muss ich hier 24 Stunden pumpen dafür. Vielleicht geht das auch gar nicht. Habe ich irgendwie einen Nachteil dadurch? Ich habe Durst? Nee. Guck mal, wie schnell. Boah, krass. Und mein Kind putzt. Und dein Stimmt. Kind guckt Fernsehen. Alter, kümmere dich doch mal um irgendwas. Du bist ja ein Ekelpaket. Ich guck Fernsehen. Das bist du nicht. Das ist dein Kind. Deine Hausaufgaben, ne? Und? Immer noch Stufe 1. Ich hasse ihn. Ich glaube, das Buch ist auch einfach nur scheiße. Nee, das ist spitze. Guck. Pass auf. Ah ja, fast Level 2. Hä, er hat's abgebrochen? Ja, dann nimm mal das zweite. Weil vielleicht ist das einfach, weil es teurer ist, einfach besser. Meinst du? Ja, komm, dann nimm mal 3. Also irgendwie... Da passiert ja gar nichts. 70%. Okay, dann vielleicht doch Stufe 2. Oder einfach 1. Weil das halt kann noch auch Stufe sein. 1 ist. Ja. Der Balken muss ja... Ja, der Balken erscheint nicht. Ja, aber warum legt er es dann sofort weg? Ich weiß es Was nicht. Was soll das? Vielleicht war er kurzzeitig abgelenkt. Er hat die Konzentrationsfähigkeit seines Vaters. Also gar keine? Ja. Ja, der Balken ist da. Ja. Aber er hat es wieder weggelegt. Ich weiß auch nicht warum. Weil es ihm nicht gut geht, weil er Hunger hat. Oder weswegen? Ja, aber so viel Hunger hat er jetzt auch nicht. Eben, also das ist komisch, dass er es direkt wegpackt. Der hat einfach keinen Bock. Genau wie sein Vater. Ja. 1 und 2 und 3 und 4. Aber ich glaube jetzt von hinten. Es sieht halt lustig aus, wie du läufst nochmal auf 1. Oh. Ja, hast du gesehen? Ich glaube. Oder war das ein Atmer? Ach, Mann. Manuel? Was ist denn los mit dir? Ich bin so traurig. Ballette wird bald sterben. Das glauben wir schon seit 26 Parts. Okay. Dann bewerte mal den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge morgen wieder. Tschüss, bis dann, Leute.